Herzlich willkommen. Es ist absolute Premiere bei meinem Fotobooth, jetzt von meinem iMac. Ich werde nämlich euch jetzt willkommen heißen und ein kleines Video drehen und zu euch reden, so in der adventlichen Zeit, und euch ein paar Impulse reinnehmen, dass ihr als unsere Freunde und Fürbitter gut abgedatet seid. Und wir wollen auch unser Herz euch kurz mitteilen. Als erstes natürlich eine ganz frohe Adventszeit. Und wir sind sehr unter dem Motto natürlich von dem ganzen Hauskauf, der nächste Woche dann sozusagen ablaufen wird am 10.12. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr dafür beten werdet. Es läuft alles sehr, sehr gut. Wir erleben da nur Wunder und dass Dinge zugefügt werden. Also ja, wir freuen uns so richtig auf die neue Zeit. Das Zweite ist, dass wir gemerkt haben, dass der Herr einen genialen Einsatz natürlich jetzt noch hat in Lüdenscheid, jetzt gerade an diesem Wochenende. Wir werden zu unseren Freunden nach Lüdenscheid fahren und werden ein Seminar machen mit Heldenmut und Löwenstärke, was uns natürlich sehr entspricht und auch das kommende Jahr einläutet. So, danke dafür alle eure Gebete. Ich möchte einfach kurz ein paar Impulse reingeben. Wir leben ja in der Adventszeit, aber wenn man in die Politik schaut und in die Medien, wow, da könnte man total wirklich erschlagen werden über die ganzen Sachen in Syrien oder im Nahen Osten überhaupt, aber jetzt auch in Frankreich mit den Anschlägen. Und wo man wirklich ganz klar, wir als Christen gefordert sind, Stellung zu beziehen, unseren Platz da drin einzunehmen. Und ich möchte euch drei Leitplanken geben, die einfach, wir empfinden, dass der Herr betont. Der erste Punkt ist, sich nicht erschrecken lassen, sondern wachsam sein und wirklich wissen, dass Gott Immanuel mit uns ist. Jetzt in dieser Zeit, auch bis dieses Ende des Jahres, aber auch in nächstes Jahr, haben wir es so stark empfunden, dass Gott ruft in seine Gemeinschaft hinein. Das ist so ein Wunder, das Wunder der Gemeinschaft mit Gott. Und dass Immanuel nahe uns ist. Was das bedeutet ist, die ganze Schöpfung zwar schreit und sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne, aber auch die Söhne werden offenbar werden. Kommt hervor, ich möchte euch wirklich so ermutigen, lasst uns ein festes Herz bekommen in Jesus Christus durch tiefe Anbetung, starken Lobpreis, Deklaration und Proklamation, dass unser Herz echt gefestigt ist in dieser Zeit. Ich habe heute Morgen immer wieder gekriegt, dieses Wort von 1. Korinther 2,5, dass unser Glaube eben nicht auf Menschenweisheit aufgebaut ist. Und das Interessante war, dass ich in den letzten Wochen manchmal vom Heiligen Geist überführt worden ist, dass ich so vor mir hingedacht habe und plötzlich gemerkt habe, ups, ich habe ja doch, das sind einfach menschliche Gedanken und es ist einfach ganz gut, aber es war keine göttliche Kraft drin. Und ich habe wirklich Überführung erlebt, habe wirklich tief Buße getan, bin jedes Mal umgekehrt, habe nachkorrigiert und habe gesagt, nein, so was soll ich sagen? Ich bin eine der Söhne und Töchter Gottes, die mit ihrem Mund einen Weg bahnen sollen. So kommt hervor. Habt Gemeinschaft mit Gott, sucht ihn. Manchmal wollen wir ja alles andere tun, als Gott suchen, aber sucht Gott. Und er wird euch da drin dann leiten, weil wir dienen nicht Strukturen oder irgendwie ja einer neuen Zeit, sondern wir dienen einem lebendigen Gott und er ist unsere Sicherheit. Der zweite Punkt ist, den wir immer wieder jetzt empfunden haben, dass Gott ihn betont ist, dass wir nicht nur das Wunder haben der Gemeinschaft mit ihm, sondern eben das wunderbare Wunder, mit Geschwistern eins zu sein und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Eine der klassischsten Geschichten, die mich sehr tief berührt haben, war von David Damian in einem Pre-Gathering von dem in München, wo er folgende Geschichte erzählt hat von seinem Vater, der eben nie angefangen hat zu essen, bevor nicht alle Kinder am Tisch waren. Und sie jetzt in Asien erleben, aber es hat mich auch so tief berührt, wo ich denke, ja, das stimmt. Auch wenn in unserer Kultur das jetzt sehr stark angegriffen und oft aufgehoben wird, aber das Herz des Vaters ist, erst dann zu beginnen zum Essen oder auch im Auto loszufahren, wenn alle Kinder und wenn alle von der Familie zusammen sind, auch die Langsamen und die, die nicht so schnell sind oder Hilfe brauchen. Und wenn die älteren Brüder und Schwestern schneller los wollen oder essen wollen, dann müssen sie eben die Jüngeren vielleicht holen, ihnen helfen, weil die eine Sache ist,
die ich sehr stark empfinde und die Gott betont, ist: Hey, wir könnten es vielleicht alleine, aber was der Heilige Geist auch so tief in uns jetzt reinbringt, ist: Wir wollen es nicht mehr. Wir wollen nicht mehr ohne den Bruder, ohne die Schwester. Wir wollen es gemeinsam schaffen. Und das schafft echt eine tiefe neue Qualität. Ich möchte euch so sehr ermutigen, jetzt auch in dieser Zeit wirkliche prophetische Geschenke oder Anrufe zu tätigen. Lasst euch leiten da drin, in die Beziehungen zu investieren, die Gott euch gegeben hat, in die Waffenbrüder, in die Waffenschwestern, und sät hinein in das Reich Gottes. Genau, und der dritte Punkt, den ich einfach reingeben möchte, ist einfach ganz kurz schon für 2016. 2016 ist ja natürlich in diesem 10-Jahres-Periode, die wir jetzt schon immer wieder prophetisch aufgezeigt haben, was das bedeutet. Aber ich möchte einfach doch diese Zahl 6 einfach kurz rausgreifen. Das sehen wir jetzt schon, dass es zu einer Konfrontation kommt, wirklich mit dem menschlichen System, mit dem Menschen. Und das sind zwei Leitplanken. Das eine ist, einerseits ist das Zahl 6 für uns jetzt, sage ich mal, gerade vom Prophetischen eigentlich eine schlechte Zahl. Aber Gott hat den Menschen am sechsten Tag erschaffen. Das zeigt eigentlich, dass in diesem Zahl 6 auch die Söhne Gottes da drinnen sind und dass sie offenbar werden sollen, dass sie Herrschaft ergreifen. Und das sollen wir, das soll hervorkommen. Aber 2016 wird bei allen Erweckungen und Neuem und Durchbruch, also das sind überall weltweit die prophetischen Stimmen sich eins, dass so wirklich Neues auch kommen wird und wir uns dafür bereit machen sollen, für unseren Platz da drin. Was wir da drin entdecken sollen, ist wirklich, dass es zu einer Konfrontation kommen wird. Und das sehen wir ja jetzt schon. Und ich habe immer wieder diesen Vers gekriegt von Genesis 3, wo es ja über Jesus eigentlich heißt, oder auch über Eva, dass er Feindschaft zwischen den Samen der Frau gestellt hat und der Schlange. Und dass die Nachkommen werden den Kopf der Schlange zertreten. Und das möchte ich euch einfach zurufen, dieser Erlöser jetzt auch in zu Weihnachten, wir verkünden, der ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich möchte euch nochmal so sehr ermutigen, in dem nächsten Jahr mit uns zu stehen, in dem Bereich von Kriegerschmiede, wo wir wirklich glauben, Gott will Männer und Frauen des Geistes zu rüsten. Wir beten auch für junge Leute und einfach wirklich auch Gruppen, die kommen und erleben schon, wir haben jetzt schon 20 Anmeldungen, das ist ganz, ganz toll, und Leute melden sich an, aber wir wollen, dass die richtigen Leute kommen, die mit uns Durchbrüche erleben des Reiches Gottes, aber die auch mit uns arbeiten, Land zu erobern im nächsten Jahr. Wir beten um eine wirkliche Belastbarkeit, Soldatenmentalität, neuen Mut und Kühnheit, ein Lachen, und dass eben diese ganzen Worte erlöst werden in Freude hinein, in Sanftmut, in Gerechtigkeit, in Dienerschaft, aber dass wirkliche, ja, auch Leute hervorkommen, die Muskeln haben gegen das Böse. Und so wünschen wir euch jetzt am Ende des Jahres Gottesreichen Segen. Nicht Gottesreichen Segen, sondern Gottesreichen Segen. Wir haben euch total lieb. Ohne euch könnten wir gar nicht das tun, was wir tun. Und ich grüße euch ganz herzlich, natürlich auch mit Esther und dem gesamten Team, und wünschen euch total frohe Weihnachten. So, und jetzt muss ich dieses Teil wieder ausstellen, und vielleicht machen wir das öfter so. Gottesreichen Segen. Tschüss!